Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Rette die Welt. In diesem Video werde ich, wie ihr es vielleicht auch schon am Titel erkennt konntet, ein Lama-Opening machen. Ich habe mir hier zum Beispiel schon durch die ganzen täglichen Belohnungen ein paar Lamas angespart. Die Upgrade-Lamas werde ich übrigens nicht öffnen. Wahrscheinlich, wenn es die sind, die hier auch gemeint sind. Aber wir können ja mal hier in den Ressourcen gucken. Zum Beispiel habe ich 8441 Schneeflockentickets. Daraus kann man 16 Lamas öffnen. Ich habe noch 4 Upgrade-Lama-Marken. Und dann nochmal 13 Mini-Belohnungs-Lamas. Und zusätzlich zu den Mini-Belohnungs-Lamas habe ich immer noch Fallenpaket. Eine seltene Fernkampfwaffe, eine seltene Falle. Und dann noch 5 Upgrade-Lamas, selten Held, seltene Nahkampfwaffe. Und damit würde ich jetzt erstmal starten. Hä? Was ist? Oh, Silber? Das war's mit meiner echten Silberwaren. Na, hier wird wahrscheinlich nichts Besonderes rauskommen. Aber 200 Tickets sind nicht schlecht. Ja, nimm es mit nach Hause. Okay, nichts Besonderes. Oder lass den Ball. Adios, viel Spaß damit. Auch nichts Besonderes. Komischer Stock, den. Oh, Silber. Gold. Oh, komm. Sehr ganz schön dicker Fang. 50 Tickets. Überlebender, eine Räuberwaffe. Ein Link der Überlebenden, auch nicht schlecht. Hau den Ball raus. Oh, Gold. Vielleicht ein mythischer Überlebender. Wäre nice. War da Granatwerfer? Okay. Mach dich nichts auf den Besonderes. Ende Gelände. Ich will auch einer. Und wieder Gold. Oh, doch nicht. Jawohl, ziemlich gut. Dreimal in Folge wäre auch ziemlich heftig gewesen. Eine Räuberschrotflinte. Wieder Silber. Nette Abwechslung. Gar nicht mal so schäbig. Auf der. Ja, du hast worauf es ankommt. Ja, diese einzelnen Waffen sind immer relativ unnötig. Weil man blaue Waffen so oder so nicht braucht. Höchstens eine epische Waffe. Aber alles unter episches. Ja. Brauchen wir einfach nicht. Ganz guter Loot. Und ich habe hier immer noch 4 Lamas übrig. Da werde ich dann warten, bis man einen mythischen Anführer der Überlebenden bekommt. Und dann kann ich jetzt noch. Ich werde kein Mondlamme öffnen, weil Winterwaffen deutlich besser sind als Mondwaffen. Und wie viel kann ich öffnen? 17. Perfekt. Schön viele Überlebende. Okay, jetzt kommt raus. Nordmann natürlich. Was ist das für eine Frage? Nahkampfwaffe oder Nordmann? Natürlich Nordmann. Nordmann ist so eine gute Waffe. Dass sie einfach immer noch auf Englisch sind. Nordmann Gold. Sehr schön. Und. Okay, Warnwind. Es kommt als nächstes. Rostler, Drachenscorch, Zerspalter. Wieder die blauen. Uninteressant. Tapferer Knappe. Gut. You there, boy. What?
Man bekommt hier mit Unmengen an Überlebenden raus. Ich habe die Marodeurin einfach zweimal bekommen. Neulegendäre Waffe. Überlebende. Ich hätte ganz gern noch so ein paar Mal den Nordmann vielleicht mit unterschiedlichen Stats. Oh, ich meine den unterschiedlichen sechsten Perk. Ich habe immer noch 8 übrig. Auswahl. Nordmann. Ich hatte beide Waffen schon, aber Nordmann kann ich notfalls mehr anfangen. Hübsche Überlebender. Warnwind. Guck, da habe ich nochmal die Warnwind. Na, was wollen wir wieder? Nehmt dann noch mal den Nordmann. Weil ich bei der Nordmann auf ein gutes sechstes Perk hoffe. Wegen der längere Auswahl. Basilisk. Okay, nice. Und was kommt raus? Granatwerfer, Verteidiger sind. Oh, tapfere Knappe auch mal. Die hatte ich bisher im Opening noch nicht gezogen. So, durchspulen. Hallo, Mann. That doesn't seem very jolly. Ein schönes Screenshot. It's perfect. How did you know? Sergeant Winter. Relativ wenig Helden aus dem Winter-Event bisher im Lama-Opening. Vorletztes Lama von den Frost Knight Lamas. Zermalma Splitter. Und komm, hier muss noch mal etwas richtig Gutes sein. Ja, Überlebende, einen epischen Verteidiger brauche ich nicht. Oh, Zermalma Splitter. Ich habe den Zermalma Splitter bekommen. Dann noch mal den Zermalma Splitter. Die Nordmann-Schaden verlangsamt das Ziel. Hier, achso, ist ja eine epische Waffe. Jeder abgefeuerte Schuss gewährt 5 Sekunden lang plus 3,5 Schild. Okay. Kann man ja mal wieder nicht gucken. Wenn du einen Gegner mit dieser Waffe triffst, steigt deine Rüstung 5 Sekunden lang um 8. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Man verbessert zumindest wieder ein bisschen die Nahkampfwaffen. Dasselbe Perk. Wieder verlangsamen. Ist noch eine Nordmann. Hier ist auch mit Schild bekommen. Okay. Und dann noch 13 Mini-Belohnungslamas. Ich glaube, das waren jetzt mehr als 30 Lamas. Einmal natürlich alle einlösen. Nochmal ordentlich Gold. Gibt jetzt auch kein Goldcap mehr. Ist sehr gut. Silber, perfekt. Ja, ich wusste auch, dass du etwas Besonderes bist. 50, 30, 30 Gold. Striker Gold.
Mini-Belohnungslamas interessieren einen nur EP und Gold. Der Rest wird auch nur zu EP verwendet. Wieder EP, zweimal. $30, $30, $50 Gold. Fünf übrig. Man kommt auch unmenglich hier raus. Hatte 13, 12 Lamas habe ich jetzt auf einmal geöffnet. Ich habe noch 3. Und habe schon über 50. Genau 50 jetzt. Die Stoppaxt. So, nächstes Lama durchprügeln. Und das allerletzte Lama für dieses Opening. Das war eine Menge Gold. Wie viel habe ich jetzt? 3.513 Gold. Ja, lässt sich schon sehen. Die Skizzen. Hatte ich mir angeguckt. Schild. Auch Schild. Langsam. Sind die ganz mit Resistenz. Und wenn man jetzt hier Häufigkeitsgrad erhöhen sagt, kann man gucken, was das Perk, der sechste Perk wäre. Was kommt hier? Erhalte bei kritischen Treffern 2,64% des Schadens als Schilde dazu. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Was hier? Halt bei kritischen Treffern auch wieder. Was hier? Wieder 3,5% Schild. Weiß gar nicht, gibt es noch ein anderes Perk? Wieder. Durch Schüsse Schild. Häufigkeitsgrad erhöhen. Auch wieder durch Schüsse Schild. Ja, eine Menge Skizzen-EP. Ach so, weil mein Inventar voll ist. Ist aber auch eine Menge an Loot, was hier rausgekommen ist. Ich werde jetzt noch mal gucken. Uiuiui. So, alles recyceln. Die natürlich auch. Alles, was ich nicht brauche, und ich brauche relativ wenig hiervon. Es gibt eine Menge Skizzen-EP. Und Mengen an Fallen. Das braucht ja alles keiner. So. Brauche ich nicht, die brauche ich auch nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, die brauche ich nicht und den Rest lasse ich so. 72.000 EP, 55 Waffenentwürfe und 24 Fallenentwürfe. Ich würde mal sagen, das hat sich definitiv gelohnt. Ja, und ich hoffe, euch hat das Lama Opening gefallen. Es werden auch wahrscheinlich gerade in Season 8 dann mal wieder ein paar mehr Lama-Openings kommen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne mal ein Abo und ein Like da. Und checkt auch gerne die anderen Videos von mir aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.